Hi ihr Lieben, ich habe heute ein Thema, das mich wirklich aufregt. Und zwar möchte ich heute über die Single-Lüge sprechen. Das ist ein Thema, das mich jetzt wirklich schon sehr, sehr, sehr annervt und das seit einigen Wochen durch die Zeitungen geistert, aber auch von einigen Kollegen immer wieder verbreitet wird. Und zwar ist es die Annahme, dass du als Single nur glücklich sein musst und es schaffen musst, mit dir selber im Reinen zu sein und in einem guten State zu sein, und dann wird dir der Traumpartner schon zufliegen. So. Ich finde, dass das die dickste und fetteste Lüge ist, die euch jemals irgendjemand reingedrückt hat, und das kotzt mich einfach an, und ich möchte in diesem Video auch erklären, warum ich das glaube, dass es nicht stimmt, und auch warum es mich aber so ärgert. Okay, also warum glaube ich, dass das nicht stimmt? Nummer eins, ganz banal, es gibt Gegenden auf dieser Welt, in der es nicht möglich sein wird, dass du dein Traumideal einer romantischen Beziehung leben kannst. Wenn du in einem Bergbauerndorf lebst und nur die Wahl zwischen dem Huber Seppi und dem Bauer Franz hast, dann wirst du dich zwischen dem entscheiden müssen oder allein bleiben oder das Dorf verlassen. Aber an sich, sobald du dort bist, war es das. Wenn du in einer Gegend lebst, in der Zwangsverheiratungen noch immer üblich sind, hast du das gleiche Problem. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in unserer westlichen Welt ein romantisches Ideal einer Beziehung haben, das wir alle als Gott gegeben annehmen. Das ist tatsächlich aber nicht so. Ja? Also für manche wird sich's allein schon aufgrund der Gesellschaft oder aufgrund der Örtlichkeiten, wo sie leben, einfach nicht ausgehen. So. Zweitens. Ganz banal, ich habe es eh schon angerissen, ich weiß nicht, warum wir alle immer glauben, dass wir ein Recht auf Beziehung haben. Wir glauben alle, dass es so völlig normal ist, und wenn jemand keine Beziehung hat, dann ist das nicht normal. Und wenn man nur genug Rädchen dreht, dann wird man doch wieder zurück in die Normalität kommen. Fuck, nein. Weil, ganz ehrlich, schau dir mal an, wie die Single-Haushalte explodieren. Es ist nicht mehr normal, in Beziehung zu leben. Ja, und es gibt auch kein Recht darauf. Es ist super, wenn es passiert, aber du hast kein Recht darauf. Du kannst genauso gut sagen, ich habe ein Recht darauf, im Lotto zu gewinnen. Ob es passiert oder nicht, andere Frage. Und mit Beziehung ist es ähnlich. Es ist nicht so, dass du alles steuern kannst im Leben. Und das ist einer der Punkte davon. Drittens. Jeder von uns hat nach einer Trennung, und zwar egal, ob er derjenige war, der gegangen ist, oder derjenige, der verlassen wurde, jeder kommt an einen Punkt, an dem es ihm zumindest eine Zeit lang gut geht mit seinem Single-Leben. Indem man sich gefangen hat, die letzte Trennung verarbeitet hat, nicht mehr jeden Abend zu Hause sitzt und seinem Ex nachheult. Ja. Gemäß dieser Theorie müsste dir Tinkerbell jetzt den Traumpartner, die Traumpartnerin schicken. Passiert aber nicht. Warum? Keine Ahnung. Weil es einfach so ist. Leben ist nicht unbedingt immer kalkulierbar. Ja? Und allein die Tatsache, dass jeder von uns so eine Phase schon mal hatte oder bei Freunden miterlebt hat und gesehen hat, dass die trotzdem Single geblieben sind, zeigt schon, dass diese These an sich nur bedingt Gültigkeit hat. So. Der vierte Punkt und meiner Meinung nach aber der wichtigste in dieser ganzen Geschichte ist der folgende. Ja, es ist super, wenn du ein glücklicher Single bist. Ja, es ist toll, wenn du gelernt hast, mit dir im Reinen zu sein, ja, und dich zu mögen. Wobei glücklicher Single nicht unbedingt bedeutet, dass du das gelernt hast. Aber sagen wir mal, es ist so. Ja. Fakt ist es, und das regt mich am meisten auf an dieser ganzen Geschichte, die Tatsache, dass du ein gutes Leben allein führen kannst, sagt nichts, zero, darüber aus, wie gut du in Beziehung bist. Du kannst so ein happy Single sein, und in dem Moment, wo Mr. Right oder Mrs. Traumfrau vor deiner Tür steht, fängst du an zu stottern, bist unfähig, ein Gespräch zu führen, oder fängst an zu klammern und vertreibst sie von Anfang an mit deinen Liebesschwüren, ja? Weißt nicht, was es heißt, in Beziehung zu treten und in Beziehung zu bleiben. Das lernst du nämlich auch nicht als Single. Ja? Also die Tatsache, dass du gelernt hast, allein zu leben, sagt nichts darüber aus, wie gut du im Beziehung knüpfen und aufrechterhalten bist. Und wenn du da beschissen bist, ja, und einfach sagst, dann war's das. Ja?
Da kannst du einen Anlauf nach den anderen haben, da kann dir Amor 10 Pfeile im Monat hinschießen, du wirst sie alle vergeigen, obwohl du ein glücklicher und happy Single bist. Ja? Also mir persönlich scheint es wesentlich wichtiger zu sein, an deiner Beziehungsfähigkeit zu arbeiten, als daran jetzt unbedingt ein glücklicher Single zu sein. Weil ganz ehrlich, es gibt Menschen, die wollen in Beziehung sein, die wollen nicht allein sein und die schaffen es immer wieder über einen bestimmten Zeitraum hinauf, sich gut über Wasser zu halten und dann kommt einfach wieder eine Phase, in der es einfach ein Vermissen gibt, ja, wo man sich einen Partner wünscht, in dem man sich reinkuscheln kann, in dem man sich anlehnen kann, der einfach da ist, mit dem man sein Leben teilt, ja. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, warum mich diese These so ankotzt, ja, weil da kommen ganz tolle Menschen zu mir in die Praxis, die sind klug, die stehen mitten im Leben, die schauen auch gut aus, ja, und haben einfach gerade im Moment keinen Partner und wissen auch nicht mehr, was sie nach Singlebörsen, Speed-Dating und whatever noch alles probieren sollen. Es klappt halt einfach nicht. Und ganz ehrlich, manchmal stehe ich einfach da und sage, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt gerade halt so. Leben wir damit und arbeiten wir damit. Ja? Aber manchmal ist es halt einfach so, dass es vielleicht irgendeinen höheren Plan gibt, der sich erst irgendwie ein Jahr später zeigt. Ja? No idea. Und was mich einfach so ankotzt, ist an dieser These mit dem, du musst gefälligst glücklich sein, ist, dass dann diese Menschen, wenn sie dann hergehen und sagen, ich bin jetzt aber traurig, nicht traurig sein dürfen, weil in dem Moment, wo sie traurig sind, ist es ja schon wieder vorbei. Dann sind sie ja kein Happy Single und dann kommt ja erst recht kein Mann. Dann sind sie also auch noch selber schuld dran, dass sie jetzt gerade Single sind. Ja? Na, nicht so ganz. Ja? Ich glaube, dass es gut ist, sehr wohl natürlich sich mit sich zu beschäftigen. Ja, mich jetzt nicht falsch zu verstehen. Es ist gut, wenn du es schaffst, ein gutes Leben allein zu führen, weil das heißt auch, dass du ein bisschen deine Mitte gefunden hast, weißt, womit du dich beschäftigen kannst und nicht die ganze Zeit nur zu Hause sitzt und nichts tust. Ja, und darauf wartest, dass der Pizzabote vielleicht dein Richard Gere ist. Ja. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es so ganz ohne Vermissen nicht der Traum auch an dir vorbeigehen kann. Ja. Und du damit nicht auch eine falsche Message vielleicht ans Universum ausschickst. Keine Ahnung, ich möchte jetzt gar nicht so esoterisch werden. Mir ist einfach nur wichtig, wenn es dir schlecht geht, ja, zieh dir nicht noch eine Psychokeule drüber, dass du jetzt selber schuld dran bist, dass du Single bist, sondern setz dich hin. Wickel dich in eine Decke, schau dir einen Film an, heul dich aus und sei traurig. Es ist okay. Ja? Lass dich jetzt nicht noch unter Druck setzen von irgendwem anderen, dass du gefälligst happy sein musst, wenn du gerade nicht happy bist. Dann fangst du nämlich erst recht an, dich zu verbiegen. Und dann kommt erst recht sicher niemand, der gerade zu dir und deinem Leben und deiner Phase und deinen Schwingungen, wenn man an sowas glaubt, passt. So, also heute mal etwas emotionaler, aber ich musste das einfach loswerden, weil ich so viele tolle Leute bei mir habe, die da verzweifeln und aus meiner Sicht ist das einfach nicht notwendig. Es ist einfach so, manchmal haben die Götter andere Pläne. Abwarten, mal schauen. Und wenn es nicht klappt, arbeitet es mit mir in der Zwischenzeit. Okay, für heute alles Liebe, ich bin raus. Tschüss.